Du, nicht immer so ein Scheiß schreiben. Das Ding ist noch nicht sauber eingestellt. Siehst du, jetzt hast du schon wieder 60 Sekunden Timeout. Ja? Der ist ja noch nicht programmiert. Das dauert doch alles noch. Na? Das hier ist ein anständiger Chat. Kannst du nicht schreiben, wie du sonst mit mir redest? Geht doch nicht. Also, wir behalten uns Baba Femi. Und schmeißen den anderen mal raus. Blöde ist, ich kriege dafür kein Geld. Würde mich ja freuen, wenn ich dafür Geld bekämen würde. Schön, diese Safari-Fahrt ist äußerst beliebt bei den Besuchern. Wegen dir können sie die Wildnis Afrikas regelrecht spüren. Und wenn der Wind aus der richtigen Richtung kommt, auch riechen. Ich weiß, es gibt hier unheimlich viel zu tun, aber wenn du fertig bist, habe ich ein wirklich herausforderndes Projekt für dich. Zum Teil, weil ich nicht da sein werde, um dir Rat zu geben. Ich bereite eine Reise in die Arktis vor. Toll. Und das nimmt all meine Zeit in Anspruch. Vielleicht beziehe ich dich da auch mal mit ein. Ah ja, ich freue mich. So, das heißt, wir haben den Bronzestatus schon mal erreicht, aber mein Szenario macht mir, beziehungsweise mein Geldeingang macht mir ein bisschen Sorgen. Das ist natürlich nicht so gut. Und dann hatten wir jetzt. Wo ist denn mein Springbock? Bamafemi, da ist er. Und jetzt müssen wir rausschmeißen, die letzten drei waren es, ne? Abebe. Kibi. Baderinwa. Kann sich das irgendeiner merken? Kibibi, Baderinwa, Abebe. Vielleicht sollte ich es mir doch aufschreiben. Und mit allen anderen kann er erstmal fröhlich vor sich hin fummeln. Da können wir natürlich schon ein bisschen Gold rausholen, ne? Also, merken wir uns. Ich muss mir sowas aufschreiben, ich vergesse das immer. Fummelfussel, ja, genau. Abebe. Baderinwa. Kibibi. Also, wer kann sich solche Namen merken? Ich nicht. Schmeißen wir die jetzt auch raus. Wohin auch immer. Vielleicht will die ja einer kaufen. Kibibi? Ach, die ist auch noch schwanger, ne? Jetzt kann man die noch nicht mal rausschmeißen. Oder? Ne, die kann ich nur zum Handelszentrum schicken. Das bringt also nichts. Da müssen wir den Nachwuchs noch abwarten. Abebe. Abebe. Ja, die können wir freilassen. Und Baderinwa. Die können wir auch freilassen, oder? Dann müssen wir nur warten, bis die eine da geworfen hat. Und dann läuft das ja ganz gut. So, dann können wir ja mal im Gehege gucken. Beziehungsweise erstmal bei den Ernährungszusammensetzungen. Sauberkeit der letzten Flüssigkeitszufuhr.
Ist das Wasser denn versifft? Weil ich habe hier doch eine Wasserreinigungsanlage. Kann man das irgendwie... Das hatte ich nämlich auch noch nicht. Das ist auch neu. Kann man das irgendwo herausfinden? Also da haben wir sie glücklich gemacht. Gelände haben wir sie auch glücklich gemacht. Ist alles gut. Lebensqualität. Reibesäule. Da fehlt ihr noch ein bisschen was. Lebensqualität, Beschäftigung, Gehege. Art Giraffe. Wobei, wie heißen die genau? Netzgiraffe. Und dann gehen wir in den Bereich der Bespaßung. Da ist noch nichts erforscht. Na super. Das Forschen dauert halt immer noch so lange. Aber was ist mit dem Wasser? Versorgung. Qualität der letzten Mahlzeit. Ich kann euch jetzt noch nicht höher setzen. Die letzte des Fahrs verunreinigt. Da ist jetzt die Frage. Heatmap. Wasser. Hier. Alles klar. Ich komme nicht dran, ne? Warum eigentlich nicht? Das Dach wollte ich jetzt nicht abreißen. Ich will die Anlage haben. Die müssen wir doch hier irgendwo hinstellen können, oder? War ja nicht irgendwo ein Technikraum? Irgendwas müssen wir da machen, ne? Dass das Wasser da wieder sauber wird. Lululul. Ja, das mit der Gruppe, das, also irgendwas hat er hier gemacht, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gebäude drumherum gebaut, die standen da so locker weg. So, jetzt vielleicht. Ja, sehr gut. Warum kann ich das denn jetzt nicht hier hinsetzen? Also manchmal macht das Spiel mich fertig, ehrlich. Muss doch möglich sein, den... Ah, jetzt geht's. Ist klar, ihr habt doch da einen in der Murmel. Also das ist ja wieder eine Technik hier vom Allerfeinsten. So, jetzt nehmen wir das mal auf. Ah ja, jetzt geht's. Ist klar. Alles klar, ich will nichts gesagt haben. Technik, die begeistert. So, ich mache mir jetzt noch was zu essen. Dann muss. Was muss, das muss. Ja, das sehe ich auch als notwendig an. Muss man machen. Erstmal was Leckeres essen. Iss mal was für mich mit. Also ich kann das Ding nicht anklicken hier. Das kann nicht vervielfältigt werden. Dann bauen wir hier nochmal eben schnell was drum. Das geht ja alles relativ zügig. So, ich habe dann immer den hier genommen. Machen wir einfach einen Kasten drum, ne? Dann machen wir hier eine Tür rein diesmal.
Und dann greifen wir mal in die Vollen, nehmen unseren Bauplan. Ich habe nämlich hier Türen gemacht. Oder Vorhänge, genauer gesagt. Müssen wir eben gucken, in welche Richtung. So. Die müssen wir einmal schön drehen. Einmal runter. So, jetzt geht's wieder los. Wärst du nicht live, würde ich dich fragen, ob wir zusammen in den McDrive fahren. Willst du da wirklich hin? Ich nicht. Du weißt ja nicht, welcher keimverseuchte Mensch da deinen Burger anfasst. Außerdem, du sollst zu Hause bleiben. Nix Corona-Party hier. Meine gut, mit mir kann man das machen. Aber denk dran, wir haben morgen was vor. Wir müssen morgen ein bisschen was können. Die wollen bestimmt wissen, was du kannst. Und außerdem muss ich gleich ins Bett, ne? Denk dran. Ich muss morgen fit sein. Ich will mich ja morgen von meiner besten Seite zeigen. Schlammbowle, ja. Ja. Habe ich mal gehört, soll nicht so gesund sein. In unseren Maßen nicht. Naja, man wird ja wohl noch mal eine Kleinigkeit trinken dürfen, oder? Meinst du nicht auch? Einen kleinen Schluck. Nichts Wildes. Ich meine, wir trinken doch nie. So. Jetzt müssen wir natürlich in den Eingangsbereich. Arbeitsplan Eingangsbereich, müssen wir den natürlich mit aufnehmen, ne? Ist klar. Oder nee, nicht Eingangsbereich, ne? Was ist denn, wenn wir den, da gab es da noch irgendeinen Arbeitsbereich. Fort Cod Lake, Lake Water and Power, der, ne? Ah, da ist er auch schon drin. Lass am Sonntag. Ne, am Sonntag ist da auch wieder Livestream. Gorillachen. Ja, ich habe doch keine Zeit mehr zum Saufen. Der Razer und der Niklas und meine Wenigkeit sind am Sonntag geplanterweise abends im Ödland unterwegs. Das Wochenende ist schon wieder völlig verplant. Und du kriegst ja den gesamten Samstag jetzt. Sei nicht so gierig. Böser Affe. Ganz böser Affe. Gewässer wird aufbereitet und jetzt müssten wir gleich... Du bist eine Rektalbirne. Ja, du bist fertig, bist du mit der Welt, aber... Guck dir jetzt besser mal an, wie das Wasser hier schön gemacht wird. Wird jetzt aufbereitet, damit sich unsere Giraffe nicht wieder schlechtes Wasser trinkt. Habe ich auch noch nie gesehen, also dass wir so eine Wasseraufbereitungsanlage tatsächlich brauchen. Na, guck. Jetzt kann das auch nicht mehr passieren. Moment, hier ist Protest. Schon wieder wegen der Käfer. Was sind denn das für Scheißkäfer? Gott, sind die nervig. Also du bist ja nur noch am Käfer hier am kümmern. Das ist ja... 17 Riesen...
Irgendwas läuft doch da falsch. Die können doch nicht innerhalb von Sekunden so viel Kinder kriegen, oder? Riesenbockkäfer.